Heute wird es einfach mal richtig gruselig, denn wir werden wieder super gruselige Minecraft-Mythen austesten und schauen, ob diese funktionieren. Wenn ihr nicht wollt, dass Herobrine jetzt zu euch nach Hause kommt, lasst doch mal schnell 1000 Likes da. Denn sonst kommt Herobrine und macht das von eurem PC aus selbst. Und das hier ist der erste Mythos. Dieser nennt sich Giant Paradox. Und das hier, hier rechts, ist der Skin. Wir sehen auf jeden Fall, dass er so ein so ein bisschen Blut verschmiert hat. Anscheinend muss man diese Welt spielen in der Version 1.12.1. Und es handelt sich wohl hier um eine Kreatur, die wohl ja 2 bis 10 Blöcke hoch lebt. Was das genau heißt, sehen wir gleich. Auf jeden Fall sehen wir hier, gibt es sogar eine Welt, die wir tatsächlich spielen können. Und nur in dieser Welt soll es wohl diese Kreatur geben. Denn hier in der Beschreibung wird gesagt, dass sie sich hinter irgendwelchen komischen Bäumen verstecken soll. Man spawnt wohl in einem Haus irgendwo abgelegen, von der Welt. Also ganz, ganz komische Angelegenheit. Und wenn wir diese Kreatur sehen, sollen wir auf jeden Fall rennen. Ich würde sagen, wir laden uns einfach mal die Welt runter und schauen, was passiert. Hier werden noch 3 Screenshots gezeigt. Und hier sehen wir auf dem allerersten Screenshot diese komische Kreatur. Ganz, ganz bisschen zumindest. Dann sehen wir auf einem zweiten Foto ein ganz komisches Schild. Hier wird wohl gesagt, dass man irgendwas beschwört. Und hier sehen wir auch nochmal die Kreatur auf 2 Block Höhe. Auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Und was genau passiert, seht ihr am Ende des Videos. Der nächste Mythos nennt sich Alexandra. Es ist der 2. September 2014 und das Minecraft 1.8 Update ist herausgekommen. Wir sehen hier, das hier ist nämlich Alexandra und wir sehen, Alexandra ist der Alex-Skin mit etwas anderen Haaren und traurigen Augen bzw. Blutaugen. Also sehr, sehr verrückt. Und hier in dem Text wird gesagt, dass der Kollege das Ganze hier heruntergeladen hat. Er hat den Seed LLOLO, also Lolo, Lolo benutzt. Und dann sehen wir einmal, dass er wohl in einem Plan-Biome gespawnt ist. Und nachdem der Spieler wohl ein bisschen Holz besorgt hat, sich ein bisschen in der Mine zurechtgefunden hat, soll wohl Alex aufgetaucht sein mit diesem ganz komischen Skin. Und dann haben die hier so eine kleine Konversation geführt. Und anscheinend soll der Alex-Skin auch erst normal gewesen sein und sich dann in diese komische Horror-Variante verwandelt haben. Und ja, wir werden mal schauen, ob wir hier auch in der 1.8 diesen komischen Alex-Skin finden oder nicht. Und da sind wir schon in der Version 1.8. Ich werde mir jetzt genau den Seed herausnehmen, der hier im Text beschrieben wurde. Genau so geschrieben. Survival-Modus wurde im Text gesagt und ich würde sagen, Leute, World-Type, Default, das kann ganz normal so bleiben. So war der Seed und das, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen erstmal ganz normal uns ein bisschen Holz besorgen. Schauen wir mal nach, ob wir auch solche komischen Sachen herausfinden werden oder nicht, denn das ist natürlich immer das ganz Interessante hier dran. Also richtig lange hat der Spieler jetzt auch nicht gespielt, zumindest kann man das so dem Text entnehmen. Das soll wohl relativ schnell am Anfang passiert sein. Okay, da ist anscheinend irgendwas gerade gestorben. Ich glaube, damit haben die Hunde allerdings etwas zu tun. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, aber da ist irgendwas despawned oder gestorben. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Denn der Spieler meinte, dass er wohl in die Mine gegangen ist, nachdem er sich ein bisschen Holz besorgt hat. Was auch ganz interessant ist, hier sind echt viele Kanickel. Und wie groß ist denn hier dieser Hase? Ist echt groß, ne? Aber okay, das ist, glaube ich, komplett normal. Ich bilde mir hier gerade wieder nur Kleinigkeiten ein. So, hier haben wir auch sofort eine Höhle am Start. Wir können ja mal in diese Höhle gehen und schauen, ob hier irgendwas passiert. Also, hallo, ich habe mich gerade gewundert, warum ich so viele Herzen verloren habe. Aber ich bin ja hier runtergesprungen. Genau, also bislang sieht alles noch auf den ersten Blick ganz normal aus. Ich würde jetzt gerne mal auch Dreck abbauen, so wie das hier gesagt wurde im Text oder im, im Text, genau. So, jetzt bauen wir auch mal ein bisschen Dreck ab. Ich mache mir vielleicht, lol, was ist das denn hier? Es kommt einfach hier so ein Mini-Zombie oder was, dann gib mir, stell richtig auf die Nähe. Okay, jetzt liegt auch noch der Hase hier runter. Was geht denn hier ab, Leute? Was geht denn hier ab? Also richtig, richtig verrückt. So, komm, dieses kleine Zombie töten wir auch noch ganz schnell. So, komm her. Komm her. Und jetzt gleich. Es muss doch irgendwann sterben. Es muss doch irgendwann sterben. Viel Leben kann es doch gar nicht haben. Okay, nice. Kein Scherz, Leute. Mein Spiel ist einfach gecrashed. Mein Spiel ist einfach gecrashed. Ich habe nichts gemacht. Ich starte jetzt einfach mal mein Minecraft neu. Lol. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Welt noch
so auf dem richtigen Stand ist. 22 Uhr, okay. Wir laden das Ganze einfach mal rein. Und ja, okay, okay, okay. Tatsächlich haben wir hier sogar noch Rotten Flesh am Start. Sind hier denn noch die Sachen, die ich abgebaut habe? Ja, die sind auch hier am Start, denn ich habe ja ein bisschen Dreck abgebaut. Aber, Leute, wie wir sehen, aktuell, also ich fand es ein bisschen komisch, wie gesagt, dass das Spiel jetzt einfach gecrashed ist. Aber anscheinend ist hier nichts. Es ist hier nichts. Wir können noch mal ganz kurz abwarten, bis Nacht ist. Vielleicht wird noch mal was in der Nacht passieren. Das kann natürlich auch sehr gut möglich sein. Hab jetzt die Zeit mal kurz auf Nacht umgestellt. Aber auf den ersten Blick sehen wir hier, in der Nacht passiert jetzt auch nichts Krasses. Das Einzige, was wirklich super komisch war, dass das Spiel einfach gecrashed ist. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Aber hier ist eigentlich alles ganz normal, ne? Ich meine, ich komme jetzt hier auch nicht mehr nach oben, muss ich dazu sagen. Von dem her würde ich einfach mal sagen, Leute, denkt ihr, vielleicht passiert noch was in der Welt? Wenn ihr wollt, dass ich das vielleicht mal ein bisschen länger austeste, lasst unbedingt einen fetten Like da. Abonnieren auch nicht vergessen. Und jetzt schauen wir mal, ob der nächste Mythos klappt oder nicht. Tatsächlich habe ich versucht, die Welt hier herunterzuladen. Ihr seht allerdings, hier kommt sofort ein Error. Denn diese Datei ist leider nicht mehr vorhanden. Ich habe allerdings was anderes gefunden. Und zwar habe ich ein Video gefunden. Und dieses Video zeigt nämlich, was genau in der Welt passieren soll. Wie in dem Text beschrieben, spawnen wir hier ganz normal in einer Welt. Es ist Nacht und der Spieler hat wohl sogar eine Speed Potion getrunken. Das Video geht auch 30 Minuten, deswegen werde ich nur wichtige Stellen vom Video zeigen. Ich bin natürlich selbst gespannt, ob wirklich diese Kreatur in der Welt sein wird. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal irgendeine komische Kreatur in Minecraft getroffen? Würde mich echt interessieren. Wir sehen, der Spieler ist jetzt einfach nur ein bisschen im Haus unterwegs, schaut sich um, wo er genau ist. Er ist nämlich in einem Waldgebiet, es regnet, es ist Nacht, also sehr, sehr komische Wetterbedingungen. Man muss dazu sagen, es ist nicht die allerbeste Grafik, aber hier an diesem Ort soll wohl gleich eine Kreatur auftauchen. Man erkennt, wie gesagt, nicht so viel, weil das echt keine gute Qualität ist. Also das Video ist sehr verpixelt und ist alles sehr dunkel, aber man soll es auf jeden Fall einigermaßen erkennen können. Und was ich meine, ist jetzt genau diese eine Stelle hier. Schaut euch das an. Schaut genau zu, denn hier wird gleich diese Kreatur auftauchen. Da ist sie. Da ist sie einfach mal. Oh mein Gott. Und wie er beschrieben hat im Text, rennt. Rennt, wenn ihr diese Kreatur sieht oder seht. Das ist, ich gehe nochmal ganz kurz ein Stück zurück hier, wenn man es nur ganz kurz hier gesehen hat. Also der rennt ganz hektisch weg, weil er natürlich jetzt nicht von dieser Kreatur getroffen werden möchte. Aber hier vorne haben wir sie. Die ist irgendwo in einem Baum. Und das Verrückte daran ist, sie soll wohl anscheinend nochmal später auftauchen. Hier sehen wir nämlich, dass der Spieler sich einfach mal in einem Gang befindet. Man erkennt, wie gesagt, gerade nicht so viel. Das ist aber ein Gang. Und auf... Okay, er nimmt nochmal die Fackel in die Hand. Und wir sehen... Wir sehen... Noch nicht sehr viel. Da war was! Da war was! Ganz kurz war dort was! Die kam einfach mal von links herausgesprungen... Super creepy Angelegenheit. Ich werde nochmal ganz kurz hier das Ganze stoppen. Und da haben wir die Kreatur. Hier sieht man sie wirklich minimal. Es ist, kennt halt auch nicht so viel. Und er geht auch sofort wieder weg. Er dreht sich um. Aber auf jeden Fall sehr verrückt. Wenn ihr weitere solche Mythen sehen wollt, einen Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren nicht vergessen. Bis dann und ciao.